Der Journalist Udo Ulfkotte ist vor einer Woche verstorben. Ich denke, meine Zuschauer sollten darüber längst Bescheid wissen. Deshalb muss ich darüber nicht viele Worte verlieren. Natürlich ist das hochverdächtig, wenn ein so kritischer Mann mit 56 Jahren schon stirbt. Aber ich will keine falschen Schlüsse ziehen. Deshalb lasse ich den Inhalt dieses Videos mal weitgehend unkommentiert und sage einfach mal, was mir gerade eben erst ins Auge gestochen ist. Udo Ulfkotte hat in der letzten Ausgabe des Kompakt-Magazins einen hochbrisanten Artikel geschrieben über Kindesmissbrauch in Afghanistan. Und da der Artikel in der Januar 2017 des Kompakt-Magazins erschienen ist, kann ich nicht so ganz falsch liegen, wenn ich sage, das war sein letzter Artikel. Ich lese euch mal aus dem Artikel vor. Studien bestätigen übrigens, dass viele Afghanen es selbstverständlich finden, Geschlechtsverkehr mit kleinen Jungen zu haben. Das alles findet ganz offen statt. Angebahnt werden solche Kontakte bei abendlichen Festen, die als Knabenspiel bekannt sind. In der Landessprache heißt das Bacha-Basi. Seitdem der Deutsche Bundestag im Dezember 2001 den Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan genehmigt hat, reißen sich pädophile Journalisten und Politiker darum, im Gefolge von Delegationen in jenes Land mitreisen zu dürfen, wo die Kindesvergewaltigung zum abendlichen kulturellen Freizeitvergnügen gehört. Die deutsche Politik verschließt die Augen, wenn es um Bacha Basi geht. Warum nur? Weshalb bekämpft man einerseits in Deutschland Kinderpornografie im Internet, schaut aber andererseits bei Hardcore-Kindervergewaltigung in einem Land weg, in dem auch deutsche Soldaten stationiert sind? Worum geht es in Afghanistan also wirklich? Die Antwort ist ganz einfach und einleuchtend. Pädophile deutsche Politiker waren die ersten, die darauf brannten, deutsche Soldaten in Afghanistan zu besuchen und die abendlichen Landessitten aus nächster Nähe kennenzulernen. Ein deutscher Politiker, der am Rande seiner regelmäßigen Truppenbesuche in Afghanistan am dort kulturell verbreiteten Missbrauch kleiner Jungen teilgenommen haben soll, wurde nach Angaben aus westlichen Geheimdienstkreisen gefilmt und erpresst. Er war zusammen mit zwei Journalisten regelmäßig zum Bacha-Basi nach Afghanistan gereist, stark subventioniert vom deutschen Steuerzahler. Als er vor einigen Jahren starb, wurde ihm in allen Medien gehuldigt, obwohl Politik und Medien die Schattenseite des Mannes ganz genau kannten. Also ich mache hier keinerlei definitive Aussagen, ich stelle nur fest, dass man, wenn man Udo Ulfkotte glaubt, eigentlich nur an einen Mann denken kann. Und ich sage nicht, dass das stimmt mit den Vorwürfen von Ulfkotte. Aber es ist ja klar, dass es nicht viele Menschen gibt, die in diese Kategorie fallen, dass sie regelmäßig die Truppen in Afghanistan besucht haben und vor wenigen Jahren gestorben sind. Hier ist, auf wen das zutreffen könnte, der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck. Verteidigungsminister von 2002 bis 2005 und 2012 verstorben. Das ist schon ein Hammer. Nun ausgerechnet muss einer der letzten Artikel von Udo Ulfkotte von dem Thema handeln, von dem man weiß, dass manche Leute hier besonders empfindlich reagieren. Zudem grenzt er den Rahmen der möglichen Personen so extrem ein, dass es sehr wenige Möglichkeiten gibt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich will ja wie gesagt keine Schlussfolgerungen ziehen, denn man muss leider sehr vorsichtig sein aufgrund der Einschränkung unserer Meinungsfreiheit. Auch wenn der Artikel nichts mit Ulfkottes Tod zu tun haben sollte, dann will ich trotzdem meine Hochachtung für den Mut dieses Mannes aussprechen. Ein sehr integrer Journalist, der vieles zum Guten verändert hat und wir werden seine Artikel und Bücher vermissen. Ich will außerdem noch darauf hinweisen, dass der Kanal des Kulturstudios gelöscht wurde. Der Kampf gegen die Systemfeinde nimmt immer extremere Formen an. Man kommt kaum hinterher mit all den Skandalen. Bitte abonniert den neuen Kanal des Kulturstudios und macht andere auf die immer stärker werdende Zensur auf YouTube aufmerksam. Danke fürs Zuhören.